Vielen Dank, Frieda Otto Wolf, für die ganz freundlichen Worte der Einführung und auch für die Einladung. Ein herzlicher Dank an Judith Delheim. Es ist für mich eine große Ehre, hier im Rahmen dieser Konferenz, die das Werk von Rosa Luxemburg ehrt, zu Ihnen sprechen zu dürfen, und zwar am 8. März. Rosa Luxemburg war bekanntlich, hat sie sich selber nicht als Feministin bezeichnet, nämlich weil sie sich mit den großen und allgemeinen Fragen der internationalen Ökonomie und Politik beschäftigen wollte. Und ich würde mal sagen, sie hatte recht mit diesem Anspruch. Heute, und darum ist es mir besonders wichtig, diesen Vortrag am 8. März halten zu können, heute wissen wir als Feministinnen, dass wir nicht wählen müssen zwischen den angeblichen und sogenannten Frauenfragen und der Fragen der großen Politik, sondern dass wir beides zugleich tun können und tun sollen. Ich würde sogar sagen, dass wir gegenwärtig nicht verstehen können, was die großen Kapitalbewegungen sind, wenn wir sie nicht auch immer zurückbeziehen auf ein weltweit weiter existierendes und fortexistierendes ungleiches Geschlechterverhältnis. Ich glaube, dass die gegenwärtigen Kapitalismen in ihrer Funktionsweise nicht verstanden werden können, wenn sie nicht auch in dieser Asymmetrie in der Hierarchie zwischen Männern und Frauen verstanden werden. Ich glaube deshalb, dass das, was ich Ihnen heute erzählen werde über die Geschichte der feministischen Theoriebildung, auch im Sinne von Rosa Luxemburg wäre. Jedenfalls hoffe ich das. Es war nämlich so, dass Rosa Luxemburgs These einer fortwährenden ursprünglichen Akkumulation für die Theoriebildung einer marxistisch orientierten, feministisch ausgerichteten Frauenbewegung in den 70er Jahren so etwas wie eine Initialzündung dargestellt hatte. Die Frauenbewegung verwendete damals dieses Theorem der primitiven Akkumulation, einer fortwährenden primitiven Akkumulationen, um zu erklären, wie die Reproduktionsarbeit in die Kapitalakkumulation eingelagert ist. Es war also die Verwendung dieses Theorems einer fortwährenden ursprünglichen Akkumulation, um theoretisch ein Konzept in die Hand zu bekommen, wie erklärt werden kann, wie die von Frauen gratis in der Reproduktion geleistete Arbeit schlussendlich doch in die Kapitalakkumulation Eingang findet. Damit leisteten diese Frauen Ende der 70er Jahre bereits einen Beitrag zur heute im Zentrum der Diskussion um neue Landnahme stehende Frage, wie es der Kapitalismus eigentlich anstellt, trotz oder vielleicht sogar gerade mit seiner großen Krisenanfälligkeit nicht unterzugehen. Ich würde deshalb sagen, dass die große theoretische Leistung der Feministinnen der sogenannten Hausarbeitsdebatte in den Ende der 1970er Jahre darin bestand, dass sie thematisierte, dass der Kapitalismus nicht nur auf geografisch äußere Inseln angewiesen ist, also das, was Rosa Luxemburg mit den Kolonien vor sich hatte, sondern dass diese Hausarbeitsdebatte die erste theoretische Konzipierung dieser Annahme war, dass der Kapitalismus auch innere Kolonien, innere Inseln in Land nehmen kann. Das zentrale Thema der heutigen Diskussion um neue Landnahme, dass es sich bei dieser Landnahme nicht nur um externe geografische Kolonien handelt, sondern um laufend im Innern der kapitalistischen Metropolen entstehenden Inseln, dass diese Inseln in Land genommen werden können. Dieser Gedanke war bereits angelegt in der Hausarbeitsdebatte. Das ist so formuliert beispielsweise bei Maria Mies und Claudia von Werlhoff 1979. Diese sogenannte
Erste Hausarbeitsdebatte. Versuchte zu verstehen, wie die unbezahlte Hausarbeit überhaupt die Voraussetzung dafür war, dass in einem zweiten Schritt die normale Ausbeutung der Mehrwertakkumulation stattfinden konnte. Rückblickend formuliert Maria Mies, dass die unbezahlte Arbeit, die weltweit geleistet wird, so etwas wie der Sockel des Eisberges ist, auf dem dann nachfolgend erst die normale Ausbeutung der Lohnarbeit stattfinden kann. Dieses Bild des Sockels besagt damit auch, dass das, was in einer traditionellen marxistischen Tradition als Lohnarbeit und Mehrwertausbeutung skandalisiert worden ist, nur ein kleiner Teil der Ausbeutung ausmacht und dass ein viel größerer Teil, der mehrheitlich Frauen betrifft, in dieser Thematisierung der Mehrwertausbeutung gar nicht angesprochen ist. Somit, so würde ich sagen, waren diese Feministinnen die ersten, die das Landnahmetheorem für spätkapitalistische Gesellschaften fruchtbar machten. Ich hatte formuliert, dass Rosa Luxemburgs These einer fortwährenden ursprünglichen Akkumulation so etwas wie die Initialzündung für diese Art der Theoriebildung war. Die Bielefelder Schule, also Maria Mies, Claudia von Werlhof und Veronika Benhold-Thompson, verwendeten hier insbesondere die Formulierung von Rosa Luxemburg, dass die kapitalistische Produktionsweise immer auch auf nicht-kapitalistische Produktionsweisen zurückgreift, von denen sie lebt und ohne die sie verloren wäre. Es ist also diese, vermutlich haben Sie davon gestern auch schon gesprochen, diese Formulierung einer nicht-kapitalistischen Produktionsweise, wobei die theoretische Leistung der Hausarbeitsdebatte darin bestand, zu sagen, dass das nicht quasi vorkapitalistische Inseln sind, sondern dass der Kapitalismus selber diese nicht-kapitalistischen Produktionsweisen aktiv hervorbringt und generiert. Rosa Luxemburg formuliert, dass die, ich zitiere jetzt, kapitalistische Akkumulation zu ihrer Bewegung nicht-kapitalistischer sozialer Formationen als ihrer Umgebung bedarf, in ständigem Stoffwechsel mit ihnen vorwärts schreitet und nur so lange existieren kann, als sie dieses Milieu vorfindet. Dann weiter im Zitat, der Akkumulationsprozess des Kapitals ist durch alle seine Wertbeziehungen und Sachbeziehungen an nicht-kapitalistische Produktionsformen gebunden. Sie kennen diese Zitate sicher. Ich lese sie nochmals, weil es mir ganz zentral scheint und das taucht auch immer wieder auf in der Diskussion um die neue Landnahme, also gegenwärtige Formen primitiver Akkumulation, dass Rosa Luxemburg dies nur so gemeint hätte, dass der Kapitalismus in seinem Außen Absatzmärkte erschließt. Wenn wir uns diese Passagen aus der Akkumulation des Kapitals genauer anschauen, so sehen wir, dass Rosa Luxemburg nicht primär von Absatzmärkten, von der Erschließung von Absatzmärkten spricht, sondern dass sie sehr explizit sagt, dass die kapitalistische Produktion auch Ressourcen entzieht. Es geht also immer um den Raub von Ressourcen, Raub, die nicht kapitalistischen Produktionsweisen entzogen, also Ressourcen, die nicht kapitalistischen Produktionsweisen entzogen werden. Und sie nennt bei diesen Ressourcen explizit auch Arbeitskräfte. Obwohl Rosa Luxemburg selber das vor allem als äußere Kolonien dachte, ist es genau dieses Element, dass Ressourcen entzogen werden, woran sich diese Feministinnen der 1970er und 80er Jahre in der Hausarbeitsdebatte anlehnten. Sie sagten nämlich, dass Arbeit, mehr Arbeit, die so in den privaten Haushalten geleistet wird, in theoretisch bislang nicht konzipierter Weise schlussendlich in die Kapitalakkumulation Eingang findet.
Seit dieser Diskussion in den 1970er Jahren haben wir zwei Entwicklungen. Zum einen ist diese Gratis-Hausarbeit sowohl weitgehend aus der feministischen Debatte verschwunden, was ich sehr bedauere, wie ist sie eigentlich gar nie in den Mainstream der marxistischen Theoriebildung eingegangen. Trotzdem haben wir seit ungefähr Beginn der 2000er Jahre eine Diskussion um neue Landnahme, die auch genau an dieses Theorem der fortwährenden ursprünglichen Akkumulation von Rosa Luxemburg anschließt. David Harvey hat dies zunächst aufgegriffen, bereits in den 80er Jahren, und er hat damit vor allem die Privatisierung von öffentlichen Infrastrukturgütern, aber auch die Privatisierung von Wasser und Luft oder auch Ländereien angesprochen, also die Rückeroberung, die kapitalistische Unterwerfung von Commons. Klaus Dörre hat für den deutschsprachigen Raum diese These auch erweitert, auch in einem theoretischen Sinn, indem er formuliert hat, dass diesen Landnahmen nicht nur quasi materielle Dinge wie Commons oder Infrastrukturgüter betrifft, sondern auch als eine Landnahme von sozialer Sicherheit, letztlich des Wohlfahrtsstaates, verstanden werden muss. Ich glaube, dass die Verknüpfung der gegenwärtigen Formen des Finanzkapitalismus, die bekanntlich immer wieder in Finanzkrisen umschlagen, tatsächlich fruchtbar gemacht werden müssen für ein Verständnis dessen, wie Formen der Landnahmen heute funktionieren. Ich glaube aber auch, dass wir hier viel genauer darauf achten müssen, wie diese Formen der Landnahmen, die durch die Finanzkrisen ausgelöst wurden, tatsächlich funktionieren. Es ist sicherlich so, dass zum einen die Finanzkrisen letztlich immer bedeuten, dass dies große Löcher in die Staatshaushalte schlägt und damit zu einem Rückbau sozialer Errungenschaften und vor allem des Sozialstaates führt, dass also quasi dem Staat aufgebürdet wird, die finanziellen Löcher auszufüllen. Wir kennen das als die Forderung nach Budget, Haushaltskonsolidierungen, die weltweit heute vor sich gehen. Ich glaube aber, dass wir in dem, was allgemein als Sozialstaatsumbau bezeichnet wird, sehr viel genauer verstehen müssen, dass da vorläufig auch Konzepte fehlen, wie wir überhaupt verstehen, wie dieser Rückbau des Sozialstaates die soziale und individuelle Reproduktion tangiert. Ich glaube, dass es darin bereits Ansätze gibt in der Hausarbeitsdebatte der 1970er und 80er Jahre, an die ich im Folgenden anschließen möchte. Gleichzeitig möchte ich diese Debatte aber auch erweitern, um sozusagen eine zweite neue Hausarbeitsdebatte zu initiieren. Denn es ist genau dieser Bereich, der Bereich der unbezahlten Arbeit, die im Postfordismus einen großen Wandel durchlaufen hat, in dem nämlich ein Teil dieser Arbeit in die Lohnförmigkeit überführt worden ist. Ich möchte also ausgehend von diesen theoretischen Konzepten der Hausarbeitsdebatte der 70er Jahre verstehen, wie wir dieses neue Phänomen, das trotz der Überführung einer Teils dieser Gratisarbeit, die die Bielefelderinnen skandalisiert haben, das trotz der Überführung dieser Gratisarbeit in die Lohnförmigkeit eine Geschlechtersegregation und auch Hierarchie fortbesteht oder sich sogar verschärft, ich würde mal sagen, genau via dem Mechanismus der Lohnförmigkeit und der Warenförmigkeit dieser Reproduktionsarbeiten. Dazu greife ich zunächst nochmals auf zwei wichtige Konzepte der Hausarbeitsdebatte der 70er Jahre zurück. Zum einen war es die damals wegweisende Formulierung einer Hausfrauisierung der Lohnarbeit, die Claudia von Werlhoff und später Maria Mies in Umlauf gebracht hatten. Mit dem Begriff der Hausfrauisierung der Lohnarbeit formulierten diese feministischen Theoretikerinnen schon damals
dass im Zuge der Globalisierung es eine Bewegung geben wird, die das, was wir als Normalarbeitsverhältnisse der fordistischen Epoche kennen, auflösen wird. Mit der These einer Hausfrauisierung der Lohnarbeit formulierten diese Theoretikerinnen also schon damals, dass die Vorstellung, die eine breite Gewerkschaftspolitik damals leitete, dass nämlich mit der Zeit alle Arbeit normale Lohnarbeit sein wird, dass die nicht stimmt, sondern dass im Zuge der Ausweitung der Lohnarbeit die Lohnarbeit in der Tendenz prekarisiert sein will. Hausfrauisierung nannten das diese Frauen deshalb, weil sie dieses Konzept, dass eine Hausfrau noch einen Zuverdienst haben soll, diese Vorstellung, dass Lohnarbeit ein Zuverdienst sei, ausdehnten auf alle Formen der Erwerbsarbeit, weil sie formulierten, dass diese Idee zunächst ausprobiert wurden an Frauen, die in einer bestimmten Form in der Subsistenzproduktion tätig waren, vor allem in Ländern des Trikontes, wo man dann sagte, sie könnten neben dieser Subsistenzproduktion noch ein Erwerbseinkommen generieren, indem sie ein bisschen im Nebenamt quasi erwerbstätig sein müssten. Was daran nicht stimmte, war, dass dieser angebliche Nebenerwerb eigentlich schon damals ein Haushaltseinkommen generieren würde. Also theoretisch war das die Überlegung, dass die Lohnarbeit mit dieser Vorstellung, dass das Hausfrauen betreffen würde, schon damals in der Konzeption selbst unter das eigentliche Reproduktionsniveau gedrückt würde. Also wenn Marx formulierte, dass die Löhne zwar tief sind in, sagen wir, der Fabrikarbeit, aber dass sie zumindest das Reproduktionsniveau halten müssten, so war die theoretische Leistung dieser Formulierung einer Hausfrauisierung der Lohnarbeit, dass die Mehrheit der Lohnarbeit zunehmend nicht mehr das Reproduktionsniveau erreichen würde. Und zwar, dass sich diese Form generalisieren würde, also dass die Mehrheit der erwerbstätigen Bevölkerung durch die Globalisierung in diese Form der hausfrauisierten Arbeit gelangen würde. Damit formulierten diese Feministinnen bereits zu Beginn der 80er Jahre das, was wir heute als Prekarisierung der Lohnarbeit thematisierten. Wichtig in diesem Zusammenhang scheint mir ein Begriff, der leider aus der Diskussion verschwunden ist, den ich aber in diesem Zusammenhang für ganz zentral halte. Es ist Benhold Thompsons Begriff der marginalen Masse. Benhold Thompson formulierte damit, dass diese Generalisierung von Erwerbsarbeit, die nicht auf ein Reproduktionsniveau gelangt, dass dies eben zunehmend eine Masse betreffen würde, die in dem Sinn marginal ist, dass sie eine Randeexistenz hat, aber dass diese Randeexistenz zu einer Normalität wird, darum eben Masse. An dieser Masse von Erwerbstätigen, die in die Lohnarbeit integriert sind, aber nicht in einem Normalarbeitsverhältnis integriert sind, thematisierte Benhold Thompson aber nicht den sogenannten Reservearmee-Mechanismus, sondern die theoretische Leistung dieses Begriffs der marginalen Masse bestand darin, dass Benhold Thompson sagte, diese Menschen stehen dem Kapital, der Kapitalverwertung zur Verfügung, aber reproduzieren sich die meiste Zeit außerhalb von Lohnverhältnissen. Das heißt, die große Frage war, wie reproduzieren sie sich denn sonst? Und um dies zu erfassen, prägten die Bielefelderinnen den Begriff der Subsistenzproduktion. Subsistenzproduktion meint gerade nicht eine vorkapitalistische Insel, wo wir quasi in Selbstversorgung unsere eigenen Karotten ziehen, sondern es meint eine Überlebensökonomie im Rahmen kapitalistischer Produktionsweisen, die somit dieser Produktionsweise auch subsumiert ist. Also es wird
In den 80er und 90er Jahren wurde den Bielefelderinnen oft vorgeworfen, sie hätten ein idealistisches Weltbild, weil sie sich sozusagen aufs Land zurückziehen wollten und da ein bisschen überleben und so in Inseln zwischen der kapitalistischen Verwertung ein gutes Leben in die Welt setzen wollten. Die theoretische Leistung der Bielefelderinnen wird damit verkannt, weil das ist in den theoretischen Konzepten so nicht angelegt. Der Begriff der Subsistenzproduktion meint diese Form der Überlebensökonomie, die macht, dass ein Teil der Bevölkerung sich reproduziert, ohne Lohnbestandteile zu beanspruchen, aber je nach Bedarf dann der Kapitalverwertung doch wieder zur Verfügung steht. Ich zitiere dazu etwas von Benhold Thompson. Sie sagt: Da ein Teil der Bevölkerung die notwendige Subsistenzarbeit übernimmt, ohne dem Kapital Kosten zu verursachen, erhöht sich dadurch die Möglichkeit der Aneignung von Mehrarbeit für das Kapital enorm. Die marginale Masse befindet sich nicht außerhalb oder am Rand, sie bildet vielmehr einen integralen Bestandteil des kapitalistischen Systems. Diese marginale Subsumption bedeutet somit, dass nur ein minimaler Teil der für ihre Reproduktion notwendigen Arbeit auf der Kapitalseite als Kosten erscheint. Was mir an dieser Konzeption wichtig ist und was ich glaube, was für die gegenwärtigen Veränderungen, wo eben ein Teil dieser Reproduktionsarbeit als Care, als Warenförmigkeit von Care tatsächlich in die Lohnförmigkeit übergegangen ist. Was mir daran wichtig erscheint, ist, dass bereits hier mit diesem Konzept der marginalen Masse eine Lohnförmigkeit angesprochen ist, wo ein Teil der Reproduktion dieser erwerbstätigen Bevölkerung nicht durch Lohn abgegolten wird. Also das heißt, es ist bereits hier angelegt eine Mischform von irgendeiner Subsistenz, also die Menschen leben weiter, auch wenn sie keinen Lohn beziehen, in Hartz-IV-Wohngemeinschaften, in familiären Strukturen, die irgendwo einfach die Reproduktion aufrechterhalten, aber sie sind gleichzeitig auch erwerbstätig. Also es ist diese verwickelte Kombination von Lohnarbeit und Subsistenzproduktion, von der ich glaube, dass sie ein theoretisches Konzept abgibt, um zu verstehen, was uns gegenwärtig geschieht. Um diese Verschiebung und welche ökonomischen Probleme entstanden sind seit der Krise des Fordismus, um diese Verschiebung zu verstehen, möchte ich kurz, ich komme jetzt zum Punkt 2, die anderen Punkte sind aber kürzer, möchte ich einen kurzen historischen Rückblick machen. Also ich bitte alle die ökonomisch geschult sind, um Entschuldigung, wenn ich hier Dinge wiederhole, die schon bekannt sind, aber es scheint mir wichtig, das nochmals in Erinnerung zu rufen, um zu verstehen, in welchem Problem wir heute stehen, wenn wir versuchen, einen Teil dieser Reproduktionsarbeit als Care warenförmig zu vermitteln. Ich betone dies auch deshalb, weil dies ja auch eine Forderung, eine Idee der Frauenbewegung in den 70er Jahren war. Es war die Idee, machen wir aus aller Reproduktionsarbeit gewöhnliche Lohnarbeit, dann haben wir das lästige Problem der Hierarchisierung durch Arbeitsteilung überwunden. Die Frauenbewegung hatte diese Idee, neben diesem Strang, der auch sagte, nein, wir wollen gar keine Lohnarbeit, weil das wäre einfach die Erweiterung der Ausbeutung, aber die gewerkschaftliche Richtung der Frauenbewegung meinte, wenn wir auch aus der Reproduktionsarbeit Lohnarbeit machen, dann haben wir das Problem gelöst. Heute müssen wir feststellen, dass gerade von diesem Care-Sektor die größte geschlechtersegregierende Wirkung ausgeht. Etwas hat da nicht funktioniert und die Frage ist, warum nicht? Dazu ist eben ganz zentral, dass diese lohnförmige Care-Arbeit auch heute im Rahmen kapitalistischer Verwertungslogiken organisiert werden muss. Jetzt also der historische Rückblick. Der Kapitalismus hat historisch gesehen seine Profite immer mittels der Möglichkeit zur Produktivitätssteigerung gemacht. Und das konnte er lange Zeit auch machen,
weil er primär eine industrielle Produktion war. Also diese sogenannte goldene Zeit der fordistischen Produktion war deshalb eine goldene Zeit, weil sie in erster Linie auf industrieller Produktion basierte, wo das Mittel der Produktivitätssteigerung, ich würde auch mal sagen, das ist ein tatsächlich großer Gewinn, der Kapitalismus den westlichen Gesellschaften gebracht hat, wo dieses Mittel greifen konnte. Der Klassenkompromiss des Fordismus basierte darauf, dass mittels Produktivitätssteigerungen die Lebenshaltungskosten sanken, die Unternehmer wegen der Rationalisierung trotzdem gute Löhne bezahlen konnten und so mittels der Produktivitätssteigerung den Klassenkompromiss finanzieren konnten. Gleichzeitig war es tatsächlich auch eine Zeit, die eine Hebung des Lebensstandards für eine breite Schicht der Bevölkerung so organisieren konnte. Ich glaube, dass durch diesen Segen der Produktivitätssteigerung auch der marxistische Bias entstand, nämlich die Vorstellung, dass die Produktivitätssteigerung immer heute auch noch und generell zu einer Erhöhung des Lebensstandards führen würde. Heute müssen wir feststellen, dass diese Gleichung nicht mehr stimmt, dass gerade durch Produktivitätssteigerungen beispielsweise im IT-Bereich eine neue Form von Unterschichtung entsteht, die ökonomische Gründe hat. Es ist nämlich so, dass das, was uns heute fehlt, nicht mehr Kühlschränke und Handys sind, also das, was quasi zur Pazifierung im Fordismus beigetragen hat, dass man, das berühmteste Beispiel ist das Modell T von Henry Ford, also dass die Arbeiter die Güter, die sie in der Industrie produzieren, auch kaufen konnten. Das ist erreicht, wir haben alle mehr als genug Handys, aber woran es uns heute fehlt, sind das, was die feministische Ökonomie personenbezogene Dienstleistungen nennt. Und diese Güter haben das Pech, dass sie genau nicht mehr mittels der Mittel der Produktivitätssteigerung billiger produziert werden können. Also, was quasi zum durchschlagenden Erfolg im Fordismus führte, diese Durchkapitalisierung der Lebenswelt, dass der größte Teil dessen, was die Leute brauchten, in der Industrie produziert werden konnten, das gilt für die heutige Nationalökonomie nicht mehr, weil ein immer größerer Teil dessen, was wir brauchen, personenbezogene Dienstleistungen sind. Diese personenbezogenen Dienstleistungen haben das Problem, dass sie mittels Produktivitätssteigerung, dass sie dem Mittel der Produktivitätssteigerung nicht gleich zugänglich sind. Also man kann, und diese Argumentation entnehme ich der feministischen Ökonomin Mascha Madörin, man kann Autos schneller produzieren, man kann aber weder Kinder schneller aufziehen, noch kann man Wunden schneller heilen, noch kann man überhaupt den ganzen Sektor, wo Beziehungen, also Intersubjektivität im Zentrum steht und Teil der Dienstleistungen sind. Diese Dienstleistungen kann man mit technischen Innovationen oder mit Mitteln der Arbeitsproduktivitätssteigerung nicht wesentlich in ihrer Produktivität steigern. Es wird heute versucht, aber wir müssen ganz klar sehen, wenn beispielsweise ein Spital, ein Krankenhaus privatisiert wird und Profite abwirft, ist das nur zu einem geringen Teil auf die heute stattfindende Taylorisierung der Pflegearbeit zurückzuführen. Das Wesentliche ist schlicht Lohndumping. Also wenn heute Profite gemacht werden können in Bildungsinstitutionen, in Kleinkinderbetreuungsstätten oder in Pflegeinstitutionen, geht das nicht auf dieses goldige Mittel des Kapitalismus, nämlich die Produktivitätssteigerung zurück, sondern schlicht und ergreifend auf Lohndumping. Jetzt, wie ist es dazu gekommen, dass überhaupt diese Dienste in dieser Form angeboten werden müssen? Hierzu nochmals der historische Rückblick. Dieses Mittel der Steigerung der Profite mittels der Steigerung von Produktivitäten
ist in den 1960er Jahren ins Stocken geraten. Also die Regulationsschule weist nach, dass diese Produktivitätsraten und nachfolgend auch die Profitraten seit Beginn der 1960er Jahre sinken und in den 70er Jahren sogar rückläufig sind. Das ist eigentlich das, was wir als Krise des fordistischen Akkumulationsregimes bezeichnen. Wir kennen die Reaktion von Kapitalseite auf diese Krise. Sie bestand darin, die Profite wiederherzustellen, indem ein genereller Angriff auf die Gewerkschaften es ermöglichte, die Löhne zu senken. Also wir haben seit den 70er Jahren ein generelles Absenken der Reallöhne. Wir haben den Beginn der Deregulierung des Arbeitsmarktes verknüpft mit neuen Arbeitsorganisationen und einen Großangriff auf den Sozialstaat. Für unser Thema hier zentral ist an diesem Umbau, dass mit der generellen Senkung des Reallohnniveaus auch ein Abrücken vom Ernährerlohnmodell stattfand. Dieses Abrücken ist nicht nur zurückzuführen auf die Forderungen der Frauenbewegung. Wenn wir uns die offiziellen Leitlinien der ideologischen Staatsapparate, wie Althusser sagt, wenn wir uns diese Leitlinien anschauen, so geht vom Sozialstaat selber, also von den staatlichen Organisationen, seit den 80er Jahren der Impuls aus, vom Ernährermodell abzurücken. Wir kennen das heute unter dem Stichwort eines Dual-Worker-Modells oder des Zweiernährer-Modells. Alle erwerbsfähigen erwachsenen Personen sollen unabhängig von ihren Reproduktionsaufgaben erwerbstätig sein und für ihre eigene Existenz aufkommen können. Das ist ein Effekt der Fordismus-Krise. Dies bedeutet aber, dass durch die auch gewollte, aber auch forcierte Integration der Frauen in die Erwerbssphäre ein Teil ihrer Arbeit, die sie vormals gratis in den Haushalten verrichtet haben, in die Erwerbsarbeit überführt wurde. Ökonomisch gesehen bedeutet das nichts anderes, als dass dieser Teil, der für die private Kapitalakkumulation wenig interessant ist oder Probleme aufwirft, weil er nicht der Produktivitätssteigerung unterworfen werden kann, dass dieser Teil an der gesamten Wirtschaft laufend wächst. Also ökonomisch gesprochen haben wir es damit zu tun, dass der Anteil der sogenannten wertschöpfungsschwachen Wirtschaftszweige gegenüber den wertschöpfungsstarken Wirtschaftszweigen beständig wächst. Also wertschöpfungsschwach heißt, dass in diesem Sektor die Produktivitätssteigerung nur so sehr begrenzt eingesetzt werden kann. Das ist der ganze Care-Sektor, also nochmals, das ist die Pflegearbeit, das ist die Erziehungsarbeit, das ist das ganze Sozialwesen. Jetzt ist das volkswirtschaftlich gesehen nicht einfach ein Detail. Es ist heute ungefähr 30% des Inlandproduktes, also einer nationalen Ökonomie, die wertschöpfungsschwach ist, also die zum Care-Sektor gezählt werden muss. Das heißt, wir sind heute in der vermutlich historisch neuen, einmaligen Situation, dass in fortgeschrittenen westlichen kapitalistischen Gesellschaften 30% des Inlandproduktes nicht mehr der Logik untersteht, mit der traditionellerweise die Kapitalakkumulation Profite machen konnte. Das ist sowohl für die private Kapitalakkumulation ein Problem, es ist natürlich aber auch für die gesamte Bevölkerung und für das, was wir individuelle und soziale Reproduktion nennen, ein Problem. Wir können also sagen, dass die Lösung, die die neoliberalen Ökonomen gefunden haben für das Sinken der Produktivitätsraten in den 60er und 70er Jahren, dass diese Lösung das Problem, das es lösen wollte, gleichzeitig massiv verstärkt hat, indem alle diese neoliberalen Politiken darauf zielen, die private Reproduktionsarbeit in die Warenförmigkeit zu überführen. Also die neoliberalen Politiken selbst tragen zu einer Ausweitung des wertschöpfungsschwachen Sektors bei.
Silke Korus nennt das das doppelte Produktivitätsdilemma. Das heißt, die Wirtschaft hat sich eigentlich selber ein Problem eingehandelt, indem sie dazu beiträgt, dass ein Bereich der Wirtschaft, der für sie gar nicht so interessant ist, laufend wächst. Bekanntlich verfügt aber die kapitalistische Lobby in unseren Gesellschaften über sehr viel Mittel, dieses Problem nicht selber zu tragen, das heißt die Kosten, die so verursacht werden, zu externalisieren. Um das zusammenzufassen, ich würde heute nicht mehr von einem generellen Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit sprechen, sondern ich würde vielmehr davon sprechen, dass es einen neuen Widerspruch gibt zwischen Wertschöpfungsstarken und zwischen den beiden Sektoren Wertschöpfungsstarken und Wertschöpfungsschwachen Sektoren und insbesondere zwischen den Personen, die im einen oder im anderen Sektor tätig sind. Ein Beispiel dazu: Die deutschen Gewerkschaften haben als Klassenkompromiss und wirklich als Klassenkompromiss ausgehandelt, dass die Löhne an die Produktivitätssteigerung gekoppelt werden dürfen. Das heißt, für Angestellte im IT-Bereich ist das toll, es ist aber das Pech für Angestellte im Care-Sektor, weil es ist legitim für auch einen privaten, sagen wir, Unternehmer, der ein Krankenhaus führt, die Löhne für die Pflegefachpersonen nicht zu heben, weil er argumentieren kann, bei uns steigen die Produktivitäten nicht. Also wenn man sich das so anschaut, gibt es ganz neue Klassenverhältnisse. Die Klassenverhältnisse verlaufen zwischen den Personen, die in wertschöpfungsstarken oder wertschöpfungsschwachen Sektoren liegen. Hier gibt es ganz neue Interessenskollisionen. Denn es ist so, wenn tatsächlich die Löhne so sein müssten, auch sagen wir von einem IT-Facharbeiter, dass man mit diesen Löhnen Care-Arbeiten einkaufen könnte und diese Care-Arbeiten gut bezahlt werden, müssten auch die Löhne im IT-Bereich sehr viel höher sein und folglich auch die Profitmargen in diesem Bereich niedriger sein. Also irgendwo fehlt immer der Anteil an den Lohnbestandteilen, der dieses immer größer werdende Segment unserer Reproduktionskosten abdecken könnte. Also wenn wir uns den Warenkorb der Reproduktion im Fordismus anschauen, da sind darin sehr viel Industriegüter und ein kleiner Teil nur umfasst Care-Dienstleistungen. Heute ist in diesem Warenkorb, sagen wir von einem Haushalt, von einer Familie, ein Großteil davon sind Care-Dienstleistungen, die im Vergleich zu den Gütern, also zu den Lebensmitteln und zu anderen Gütern immer teurer werden, die aber immer weniger vom Lohn abgedeckt sind. Ich komme damit zum dritten Teil. Die Antwort auf dieses Dilemma, auf dieses doppelte Produktivitätsdilemma ist eine Landnahme im Bereich der sozialen und individuellen Reproduktion. Es ist nämlich so, dass durch Sozialpolitiken, also durch das, was wir allgemein, aber auch etwas ungenau als Rückbau des Sozialstaates bezeichnen, eigentlich in erster Linie, wenn man sich das ökonomisch anschauen würde, dass ein Abzug von Ressourcen bedeutet, die der Staat vormals für die Reproduktion zur Verfügung gestellt hatte, also eine Art Umverteilung von Profiten der Privatwirtschaft via Steuern, mittels denen dann Ressourcen für die individuelle und soziale Reproduktion zur Verfügung stehen würde. Diese Ressourcen fehlen dann den Haushalten und diese sind dazu aufgerufen, in irgendwelchen Formen diese mangelnden Ressourcen selber aufzutreiben.
Silvia Federici spricht deshalb davon, dass das, was wir weltweit als eine Restrukturierung im Rahmen des Neoliberalismus bezeichnen, primär und vermutlich auch von den ökonomischen Volumina her als eine Restrukturierung der Reproduktion der wahren Arbeitskraft bezeichnet werden muss. Also mit Privatisierung ist eben nicht nur die Privatisierung von Bahn und Post gemeint oder die Privatisierung von Commons, sondern es ist eine Restrukturierung des ganzen Bereiches, wie wir uns reproduzieren müssen, angesprochen. Und in dieser Restrukturierung ist eben dieses verwickelte Verhältnis, das ich anfangs angesprochen habe, von bezahlter und unbezahlter Care-Arbeit gemeint. Frauen arbeiten heute, wenn wir die unbezahlte und die bezahlte Care-Arbeit zusammenrechnen, 4/5 ihrer gesamten Lebensarbeitszeit im Care-Sektor. Was in diesem Sektor geschieht, also ob Ressourcen für den privaten Haushalt zur Verfügung stehen oder ob Löhne im Care-Sektor subventioniert werden oder nicht, tangiert Frauen deshalb ganz zentral. Eine andere Zahl dazu, die Hälfte der Frauen in Zentraleuropa, die Hälfte der Arbeitszeit von Frauen findet im Care-Sektor statt. Wir haben hier also eine frauenspezifisch betreffende Prekarisierung des Care-Sektors, der sowohl die bezahlte wie die unbezahlte Arbeit betrifft, denn es geht genau um diese Wechselwirkung. Wir können die uns heute in etwa so vorstellen. Im Care-Sektor kann man kaum, auch wenn man 100% arbeitet, einen existenzsichernden Lohn erhalten. Das heißt, Frauen sind immer darauf angewiesen, dass ein Teil ihrer Reproduktion durch Gratisarbeit abgedeckt wird, also ihre Reproduktion oder zumindest der Reproduktion ihrer Kinder. Das heißt, wenn sie erwerbstätig sind, und da sind sie meistens im Care-Sektor, sind sie darauf angewiesen, dass andere für sie einen Teil in Gratisarbeit, Reproduktionsarbeit übernehmen. Diese Frauen, die das tun, stehen deshalb wiederum den Arbeitsmarkt nicht 100% zur Verfügung und sind deshalb dazu prädestiniert, in diesem prekarisierten Care-Sektor einer Teilzeitarbeit nachzugehen und sind darin wiederum in der Lage, nur einen Teil ihrer eigenen Reproduktion mittels Lohn so erwirtschaften zu können und sind damit wiederum auf Reproduktionsarbeit, die außerhalb der Lohnarbeit gemacht wird, angewiesen. Also diese Kombination von Subsistenzproduktion und Lohnarbeit ist gerade heute in dieser verwickelten Kombination von bezahlter und unbezahlter Care-Arbeit angelegt und wird institutionalisiert. Ich würde deshalb formulieren, dass die gegenwärtigen Sozialpolitiken in erster Linie auf diesen Reproduktionsbereich zielen und versuchen, diese Kosten, die entstanden sind, der Reproduktion so auszulagern, dass sie nicht zulasten der Kapitalakkumulation fallen. Also ich würde formulieren, dass die Sozialpolitiken heute zum einen vorrangig Geschlechterpolitiken sind und dass sie zum anderen diese neue Form der Landnahme der sozialen Reproduktion institutionalisieren. Das Schwierige oder das Gemeine an diesen Sozialpolitiken, und das ist auch der Grund, warum sie anders als beispielsweise große Restrukturierungen wie heute in Griechenland stattfindet oder in Spanien, das Gemeine an dieser Form der sozialen Strukturanpassungsmaßnahmen ist, dass sie nicht als explizites Programm daherkommen. Es gibt kein UNO-Programm, das sagt, wir wollen eine Strukturanpassung für den Bereich der sozialen Reproduktion. Was ich hier beschrieben habe, geschieht stillschweigend. Und es geschieht nicht nur stillschweigend, sondern es geschieht gemeinerweise im Namen der Gleichstellung der Geschlechter. Also dieses Label Gleichstellung, individuelle Existenzsicherung für Männer und Frauen verdeckt letztlich, dass es hierbei um einen massiven Ressourcenabzug
handelt Ressourcen aus Haushalten, die meist von Frauen in irgendwelchen prekarisierten Arbeiten geleistet, wieder wettgemacht werden müssen. Um dies abzuschließen, können wir sagen, dass unter dem Label der Chancengleichheit heute eine fundamentale Strukturanpassung im Bereich der individuellen und sozialen Reproduktion stattfindet, die teilweise über eine Warenförmigkeit von Care stattfindet und deshalb in Aussicht stellt, dass es möglich wäre, aus dieser Arbeit eine normale Arbeit zu machen. Im Rahmen von kapitalistischen Verwertungszwängen ist das aber nicht möglich. Ich glaube deshalb, dass das, was in diesem Care-Sektor heute stattfindet, ein zentraler Ort ist, der erklären kann, wie es möglich ist, dass sich der Kapitalismus auch über seine Krisen weiterhin hält. Er kann ganz viele Kosten, die er selber verursacht, externalisieren in diesem Care-Sektor und er wird dort von der Arbeit meist von Frauen aufgefangen. Ja, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.